ich habe wieder ein Aussortiert-Video für euch. Willkommen zum nächsten Aussortiert-Video von mir. Ich habe wieder ein paar Bücher aussortiert. Wenn ihr was davon haben wollt, sagt einfach Bescheid. Ihr kennt das Spielchen schon. Hallo ihr Leseratten, ich habe insgesamt 4 Bücher, die ich aussortiert habe, beziehungsweise 1 abgebrochen und 3 aussortiert. 2 davon sind allerdings E-Books, die ich euch zwar zeige, um der Vollständigkeit halber, aber die ich natürlich dann nicht entsprechend wie gedruckte Bücher abgeben kann, weil klappt nicht. ja, aussortiert habe ich zwar einen Dawes 3 Sekunden, ich glaube es heißt 3 Sekunden, denn ich habe ja jetzt die komplette Staffel, die zweite Staffel, da ist ja dieser Kurz-E-Book quasi mit drin und von daher brauche ich das E-Book an sich nicht mehr auf einem Sub zu haben und deswegen habe ich das aussortiert. Ich lese es also nicht mehr als E-Book, sondern eben in den anderen Büchern. Und als ich das andere auch abgebrochen habe, ich habe 2 abgebrochen und 2 aussortiert, weil 2 in Solo habe ich auch gedacht. Nein, danke, muss ich jetzt nicht mehr weiterlesen, also habe ich kein Bedürfnis mehr nach, weiterzulesen. Von daher ist auch das gestrichen von meinem Sub runter und gut ist. Und jetzt habe ich noch 2 Bücher, die ich ebenfalls abgebrochen habe und dass ich euch auch gerne abgeben wollen würde, wenn ihr denn mögt. Und zwar einmal ist es Lost in a Kiss. Ein Roadtrip-Buch, wie ihr vielleicht wisst, wenn ihr das die Rezension dazu gesehen habt. Es ist auch ein riesiges Exemplar, aber es war irgendwann nicht mehr meins, weil es mich nur noch genervt hat. Und ich kann mir vorstellen, dass andere das mögen. Mir war das einfach zu viel des Guten. Was ich eh nicht in Büchern mag. Von daher, ja. Und es steht nicht mal darin drauf, dass es da ganz viel um das eine geht. Wenn es draufgestellt hätte, wäre es vielleicht eine andere Geschichte gewesen. Aber also hätte es wahrscheinlich auch gar nicht gesagt, nehme ich. Aber ich hätte halt gedacht, oh, schöner Roadtrip. Schönes Roadtrip-Buch. Naja, reden wir nicht mehr drüber. So, und dann habe ich hier noch Blut von meinem Blut von Declan Hodges. Ich finde dieser Name, ne? Dieser Name und ich. Egal. Ja, auch das hatte mich am Anfang nicht angesprochen. Es, ich weiß auch schon gar nicht mehr, worum es wirklich ging. Ja, das spricht schon dafür. Von daher habe ich angelesen, habe ich gesagt, ist nicht meins. Flasht mich nicht und von daher darf auch das gehen. Das heißt, wenn ihr eins von den beiden Büchern haben wollt, dann sagt einfach Bescheid und ich schicke es euch gerne zu. Das war's von mir. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis dann. Bye bye.